Für mich persönlich ist es einfach wichtig, dass wir einander respektieren. Als ich meine Firma gegründet habe, habe ich gesagt, das wünsche ich mir auch für meine Leute. Mein Traum ist halt, Leuten, die halt auch Lust haben, in diesem Beruf zu starten, halt diese Möglichkeit zu geben. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Heldenreise-Podcast. Mit dabei ist die Muila und sie unterstützt Menschen, die in die Selbstständigkeit gehen wollen. Richtig. Mit ihrer Agentur Keystone. Und was es damit auf sich hat und wie sie da sehr, sehr viele Menschen mittlerweile freiberuflich unterstützt, das wird sie uns jetzt gleich erzählen. Ich freue mich sehr, dass sie die Zeit gefunden hat, uns da von ihrer ganz persönlichen Heldenreise zu berichten. Du bist ja im Kongo geboren und unter ganz anderen Lebensbedingungen erstmal aufgewachsen. Wie ist denn das für dich jetzt hier in Deutschland mit dieser ganzen Bürokratie, diesen ganzen Regeln? Das ist ja schon was ganz anderes, oder? Für uns, ja, also Kongo ist, gibt es halt die Korruption, andersrum, ja, also diese unschöne Sachen. Und für mich halt hier in Deutschland zu sein, ist ein Segen. Und dass ich heute das bin, was ich heute bin, bin ich ganz dankbar für. Okay. Und wie seid ihr denn hier gestartet, als du dann hier aufgewachsen bist? Das war ja ein komplett neues Lebensumfeld. Ja, also ich bin hier mit meiner Mutter und zwei Geschwistern, jüngere Schwester. Ich bin die Älteste, bin hierher gekommen mit 11. Wir waren Flüchtling. Also meine Mutter wollte halt ein schöneres Leben für ihre Kinder haben. Deswegen hat sie sich bewusst entschieden, nach Deutschland zu kommen. Und ich bin hier zur Schule gegangen und ja, heute bin ich als Unternehmerin da mit meiner Firma Keystone. Sehr schön. Also natürlich ist jeder Mensch der Unternehmer seines eigenen Lebens. Ja. Aber um wirklich ein Unternehmen mit vielen Mitarbeitern ja, vorwärts zu bringen, da gehört ja noch ein bisschen mehr dazu. Und du hast ja jetzt auch nicht nur 5 oder 10 Mitarbeiter, sondern das sind ja an die 40, 50, 60 genau. Leute. Und richtig. Die alle auf Kurs zu kriegen und zu sagen, das sind unsere Werte, das ist unsere Philosophie und das gibst du sozusagen dann auch wieder weiter, damit die das auch wieder nach außen tragen. Wie gehst du denn da vor? Wie kannst du da vielleicht auch die Dinge, die du vielleicht in deiner ganz persönlichen DNA hast, durch deine Vergangenheit, wie kannst du das damit integrieren? Ja, also in meiner Vergangenheit und unserem Job gehört halt Selbstvertrauen, sehr viel Mut dazu. Ja, das bringe ich meine Leute bei, indem die immer wieder auch neue Sachen ausprobieren. Fehler sind erlaubt, ja, nur aus Fehler lernen wir. Und wir sind halt im Vertrieb, ja, also wir lieben diesen Erfolg und Ehrgeiz. Ich glaube, das verbindet uns, das macht für mich das schon einfacher. Und ja, und das Respekt miteinander und halt, wir sind sehr bunt, ich bin ja selber als ja, Schwarze, als Frau besonders. Und wir haben unterschiedliche Kulturen, unterschiedliche Menschen. Und für mich persönlich ist es einfach wichtig, dass wir einander respektieren und lernen, mit den Grenzen von dem anderen umzugehen. Ja. Und das hilft. Okay. Welche Grenzen meinst du damit? Sind das jetzt eher vom Mindset, Glaubenssätze oder physische Grenzen? Natürlich sagst du, Fehler sind erlaubt. Ja. Fehler gehören dazu, wenn man weiterkommen möchte. Sonst hätte es keine Innovation gegeben, keine Erfindungen. Ja, da gehört eine Experimentierfreudigkeit dazu. Mhm. Welche Experimente hast du denn da auf deinem Weg durchlaufen, damit es zu dem geworden ist, was es eben heute ist? Weil wo die Menschen Grenzen haben, was dir heute auffällt, die Grenzen hattest du vielleicht vor ein paar Jahren ja auch, aber du hast sie gemeistert. Welche waren das denn? Oh, das waren viele. Ich wusste immer wieder, es waren verschiedene Etappen. Ja? Mhm. Also als ich hierher kam, als Flüchtling hier in Deutschland, musste ich erstmal anerkennen, dass ich anders bin. Mhm. Aber jetzt nicht, ich habe das positiv für mich genutzt. Also diese ganzen ja, negativen Grenzen nehme ich immer positiv für mich und habe dann halt gelernt, wie ich mich dann präsentieren soll, was ich daraus lernen kann. Und das ist auch das, was ich halt meine Mitarbeiter sagen. Wir sind alle unterschiedlich, ja, und wir sollen halt den anderen respektieren und gucken, was man daraus lernen kann.
Ja? Und das sind, ja, das ist ein Beispiel. Und wie bist du dann gewachsen? Also um jetzt vielleicht von 2, 3, 5 Mitarbeitern auf 10, 20 und jetzt seid ihr ja zig Menschen und auch nicht nur in Köln, wo du ansässig bist, sondern ihr seid ja auch verteilt. Ja. Wie funktioniert das? Ja, die haben ja auch Homeoffice, aber wir sind hauptsächlich in Köln. Und die Freelancer, die sind ein bisschen verteilt, auch weltweit, also nicht nur in Deutschland. Ja. Und wir sind gewachsen durch, ja, ich glaube, es ist, ich würde nicht sagen, es ist zufällig passiert, ja, am Anfang schon, aber irgendwann mal später haben wir halt auch da rein investiert, sichtbar zu werden, in Werben anzeigen, aber auch, ich glaube, wir machen einen guten Job. Sodass dann wir Weiterempfehlungen bekommen, ich dann Bewerbungen bekomme von Leuten, die dann halt sagen, oh, ich finde eure Firma ganz cool, intern, weil sehr viele Frauen auch da sind, sagen auch, oh, ich finde es cool und die Geschäftsführerin, sie ist eine Frau, sie ist ein bisschen anders. Und es gibt Leute, die fühlen sich angezogen von sowas. Und, ja. Okay, was glaubst du, was macht da den entscheidenden Unterschied bei euch? Was ist da special? Ja, speziell bei uns ist, schon vor Corona hatte ich diesen Homeoffice-Gedanken. Ja. Ja, für mich spielt Flexibilität eine sehr große Rolle. Deswegen bin ich auch von Angestellten zu Unternehmerin geworden, weil ich wollte einfach mehr Flexibilität haben. Ich wollte meine Zeit frei einteilen. Und als ich meine Firma gegründet habe, habe ich gesagt, das wünsche ich mir auch für meine Leute. Und habe dann halt schon sehr früh mit Teams und Zoom und alle diesen Elemente gearbeitet, wo es war 2017, ja, da haben wir gar nicht drüber gesprochen. Und das macht uns schon anders, ja, dass die Leute das gerne haben, über ihre Zeit zur Verfügung. Okay, und wie sieht denn so eine Woche aus? Habt ihr bestimmte Meetings, die dann per Zoom in der Gruppe, dann aber auch wieder einzeln. Mhm. Wie strukturiert ihr euch da? Wie sieht das aus? Nimm uns da mal mit. Ja, also wir haben, es ist alles meistens online. Und also ich rede jetzt für meinen Alltag, wie es so anfängt. Also montags habe ich meinen ersten Termin um 11.30 Uhr mit meinem engen Team. Mhm. Eine halbe Stunde, wo wir uns einfach updaten, was steht an, was ist wichtig und etc. Und dann gibt es halt verschiedene Teams, gibt es für HR, es gibt für Marketing und die tun sich dann auch selber auch nochmal verabreden. Aber wir haben jeden Tag von 11.30 Uhr bis 12 Uhr, wir nennen das unser Kickoff, okay, ist da einfach diesen Termin da, weil die Kommunikation ist halt wichtig. Ja? Und dadurch, dass wir nicht im gleichen Büro sitzen, entstehen sehr schnell Missverständnisse. Deswegen haben wir das dann halt integriert. Und mit meinem Sales-Team, da habe ich dann zwei Besprechungen in der Woche, immer so 1,5 Stunden, wo sie dann reinkommen mit ihren Fragen bezüglich Rekrutierung. Und dann gehen wir das durch. Und dann habe ich auch noch 3, die Teamleader, ja, die halt auch noch mal ihre eigene Sitzung haben, alles online. Und wir versuchen schon einmal im Monat uns zu treffen. Okay. Mhm. Und was sind die nächsten Stellschrauben, an denen ihr dreht? Also wollt ihr jetzt noch weiter wachsen und dann seid ihr irgendwann viele hundert Menschen und Mitarbeiter? Das ist ja auch ein anderes Teamgefüge. Dann braucht man ja irgendwann wie so einzelne Units. Ja. Weil man sagt ja häufig, das kommt ja aus dem Militär, mhm, bis zu 120 Menschen können noch miteinander arbeiten. Da kennt sich auch noch jeder. Ab dann ist es eine andere Art der Zusammenarbeit. Ja. Also wollt ihr das dann da nochmal in eine andere Form bringen oder ist das erstmal das, was es ist? Ja, also wir wollen wachsen, auf jeden Fall. Und ich brauche schon eine Teamführung. Mhm. Ja. Sodass, also für mich ist es immer 7 Leute. Ja, ja. Ich versuche Kontakt mit 7 Leuten zu haben. Dann hat man noch diesen engen Kontakt. Ja. Sonst ist es einfach so viel. Und diese wiederum haben dann auch nochmal Teams von 7 oder 10. So haben wir das halt aufgebaut. Das heißt, meine Aufgaben sind halt, Teamleader herauszufinden. Und die wiederum bauen halt ihren Teams und reporten dann an mich. Und so glaube ich schon, dass wir gut wachsen können, weil ich persönlich, ich liebe das, was ich mache. Und in diesem Modell als Freiberufler finde ich toll. Und mein Traum ist halt,
Leuten, die halt auch Lust haben, in diesem Beruf zu starten, halt diese Möglichkeit zu geben. Und daher, das geht nur über Wachstum. Ich liebe, was ich mache. Ich finde das auch toll, wie wir das aufgebaut haben. Das heißt, du kannst als Personalberater freiberuflich arbeiten. Und ich möchte, dass so viele, wie es geht, diesen Beruf ausüben. Und daher ist für mich Wachstum sehr wichtig, um so mehreren Teams aufzubauen. Okay, spannend. Mhm. Was macht ein Personalberater, dass wir das einfach mal aus deiner Perspektive nochmal hören? Gerade wenn ihr ja auch remote aufgestellt seid, gibt es da ja auch nochmal Riesenunterschiede. Ja, also klassisch ein Personalberater oder Personalvermittler oder Headhunter, also es gibt verschiedene Synonyme für diesen Beruf, sind halt Menschen, die Unternehmen beim Wachstum helfen, indem sie die passenden Mitarbeiter suchen und finden. So. Und wie ist so unser Alltag? Wir sind sehr vernetzt. Wir sind auf Xing, auf LinkedIn, auf verschiedenen sozialen Netzwerken unterwegs und versuchen Menschen zu identifizieren, die jetzt nicht 100% zufrieden sind mit ihrem Job. Also wir sind ständig in Kommunikation und wenn du zum Beispiel sagst, ja, mein Job ist ganz cool, aber vielleicht eine Stelle in der Nähe von meinem Zuhause wäre ganz praktisch, dann nehmen wir diese Informationen auf und auf der anderen Seite machen wir das Gleiche mit Unternehmen. Wir sind ständig im Kontakt mit Unternehmen, die im Wachstum sind, Mitarbeiter suchen und versuchen da herauszufinden, was sind ihre Herausforderungen und was wünschen sie sich für Mitarbeiter. Mhm. Und wenn wir, also wie ein Memory-Spiel, ja, also zwei Seiten, einmal mit dem Kandidaten gesprochen, einmal mit dem Kunden. Und sobald wir das Gefühl haben, okay, wir haben da ein Match, stellen wir diesen Kandidaten, also wenn wir auf dich zugehen, sagen, hey, Firma XY bietet gerade das an, was du suchst, dürfen wir dich dort vorstellen? Und wenn du dann sagst, ja, es ist okay, dann machen wir das. Und sobald dann ein Vertrag zustande kommt, kriegen wir halt unsere Provision. Also ein sehr kommunikativer Job, sehr viel am Netzwerken. Das ist so das, was wir machen. Spannend. Und geht das auch in der Offline-Welt, wie mit so Abendveranstaltungen, wo sowohl die Firmen kommen, aber auch vielleicht Angestellte, die sich weiterentwickeln wollen? Das ist sehr diskret eigentlich, weil meistens hat man einen Job, ja, und man möchte jetzt nicht, dass die ganze Welt das erfährt. Deswegen ist es ist meistens offline und wirklich so 1:1. Okay. Ja, also wir stellen den Unternehmen nur die Kandidaten vor, wo wir denken, es könnte halt passen und andersrum. Natürlich machen wir auch einmal im Jahr ein Event, aber es ist jetzt, das Ziel ist jetzt nicht, die miteinander zu verbinden. Es sind halt, wir treffen dann unseren Kandidaten und unseren Kunden. Ja, aber das ist ein sehr diskreter Job. Ja. Gut, weil sich daraus natürlich auch wieder neue Mitarbeiter für euch auch ergeben könnten, wenn die natürlich spüren, wie funktioniert das alles. Sie kriegen das live mit. Eine Win-Win-Win in alle Richtungen. Ja. Ein glücklicher Kunde von euch sagt auf der Bühne auch was dazu. Ich habe das und das dadurch für mich gewinnen können, für mein weiteres Leben. Es wird direkt viel greifbarer. Alles in einem Abendevent. Deswegen, gerade nach der Pandemie, ist für viele ja gerade wieder sehr wichtig, auch wieder sich zu verbinden. Ja. Und es sind ja im Grunde zwei Dinge im Leben, die uns glücklich machen. Das eine ist eben die Verbundenheit. Ja. Und wenn du dich auch mit dem richtigen Beruf verbunden fühlst, dann ist so viel mehr möglich. Und eben die Selbstwirksamkeit. Mhm. Und die hat natürlich auch, wenn man sie im richtigen Berufsfeld anwendet, bist du 10-mal produktiver, als wenn du an der falschen Stellschraube die ganze Zeit nur Fehler versuchst zu vermeiden. Mhm. Damit kommt ja keine PS auf die Strecke, sagen wir mal so. Und was gibst du deinen Vertriebsmitarbeitern meistens so mit auf den Weg? Wo ist die stärkste Stellschraube, wo sie ansetzen können und sollten, damit auch zum Beispiel Menschen, die vielleicht sich dadurch angesprochen fühlen, wissen, oh, das ist ja spannend, wenn ich das hier lernen darf, möchte ich vielleicht auch mal wechseln und bei Moela und ihrem Team anheuern. Als Personalberater? Ja. Also, wie ich schon gesagt habe, wir kommunizieren sehr viel, wir netzwerken sehr viel. Ja, wenn eine sagt, oh, das ist voll mein Ding, ist es schon mal gut. Ich finde, das ist anders als ein Produkt zu verkaufen. Ja, das macht schon den Unterschied bei uns. Wir haben mit Menschen
viel zu tun, also Empathien, so ein Gefühl für die Menschen ist das, was man braucht in den Job. Mehr braucht man eigentlich nicht, finde ich. Ja? Wenn man diesen feinen Gefühl hat, lernt man. Also die Tools, das lernen wir bei uns wirklich. Du wirst als Quereinsteiger Stück für Stück da gebracht. Und ich liebe den Job, ist ein toller Job. Ja. Ja, da können wir uns, glaube ich, die Hand geben. Wir beide lieben den Job. Bringt ihr dann auch die Unternehmer oder auch die zukünftig wechselnden Angestellten dann dazu, dass sie genug Vertrauen haben? Also es ist sehr wichtig, eine Beziehung auch aufzubauen. Mhm. Ja, also weil die meisten Leute, die wir vermitteln, die haben ja schon einen Job. Ja. Ja, das ist jetzt nicht so, dass sie keinen Job haben. Und wir versuchen, dafür brauchst du Vertrauen, zu erfahren, was wir noch besser machen könnten in deren jetzige Situation. Ja. Und wenn du es schaffst, dann ist der Mensch offen, weil es geht ja nicht, ich will nur Karriere, ich will nur mehr Geld. Da steckt immer private, intime Sachen dahinter. Und das musst du halt innerhalb von kurzer Zeit am Telefon meistens oder durch ein Teams herausfinden. Und das ist schon eine Herausforderung, aber wie gesagt, das kann man üben. Und und dieses Vertrauen haben wir und wir vermitteln die. Und für die Kandidaten, es ist ja nicht so, ich gehe in den Laden und kaufe jetzt eine neue Jeans. Ja, das ist wirklich eine wichtige Entscheidung, die man trifft. Und dann muss der ganze Rahmen muss halt passen. Mhm. Ja. Und wie lange geht so ein Prozess? Ja. Sind die nach dem Erstkontakt dann bei einem persönlichen Treffen in der nächsten Runde oder geht es in ein Zoom-Gespräch über? Wie viele Schritte durchlaufen die? Kriegen die dann Unterlagen zur Verfügung gestellt, müssen irgendwas ankreuzen, sich selber auch ein bisschen auf ihre persönliche Journey begeben, selbst reflektieren, was will ich, was brauche ich, warum tue ich, was ich mache? Also wir führen erstmal ein Erstgespräch, so nennen wir das, Qualifikationsgespräch, und dann gehen wir wirklich tief. Okay, was willst du? Was soll der nächste Schritt sein? Was ist dir wichtig und warum? Ja. Das ist das Wichtigste. Warum willst du es machen? Das dauert so circa so 30 bis 45 Minuten, wo wir halt auch einfach mehr herausfinden über den Kandidaten. Und sobald wir das Gefühl haben, wir haben ein Unternehmen gefunden, was ihm das anbieten kann, wonach er jetzt sucht, bereiten wir ihn vor für diesen Kunden. Ja, und da führt ja auch, das ist sehr unterschiedlich von Firmen zu Firmen. Ja, es gibt Firmen, die führen zwei Gespräche, manche haben drei, manche haben sogar ein Assessment Center. Also das ist sehr, sehr unterschiedlich und auch von Bereich zu Bereich. Also im IT ist es zum Beispiel so 6 bis 8 Wochen kann das Ganze dauern. Im Finance, wo wir auch unterwegs sind, ist es ein bisschen schneller. Ja, da sind sie so bei 4 Wochen können wir den Prozess abschließen. Und natürlich, wenn du mit einem Konzern arbeitest, noch Betriebsraten etc., dann dauert es noch länger. Bei den mittelständigen Unternehmen geht es halt ein bisschen schneller. Aber wie gesagt, die Leute sind nicht unter Druck. Ja? Und es geht jetzt nicht auf Teufel komm raus und was zu finden. Es muss halt schon passen. Okay. Und gibt es ein Berufsfeld, das dich am meisten fasziniert, wo du am meisten Spaß dran hast? Technologie, IT? Ja, also ich persönlich, ich mache es nicht mehr operativ, weil ich muss mich um diese ganzen Leute kümmern. Und der Bereich, der mich jetzt gerade fasziniert, ist halt diese ganzen Coaching, Beratungsbereich. Das finde ich sehr, sehr spannend. Und da lerne ich auch noch jeden Tag was. Klasse, ja, das ist bei uns auch so. Gerade an sehr vielen Coaches, Trainern, Beratern, Experten dran sind, mit denen Videokurse auch produzieren. Da lernen wir und auch das ganze Team, nicht nur ich bei den Dreharbeiten, sondern wir dürfen dann nämlich auch wieder etwas für unsere eigene Reise mit nach Hause nehmen. Und das ist natürlich das, was eigentlich jeder in seinem Beruf bereitgestellt kriegen sollte, dass wirklich da auch persönliches Wachstum drin entstehen kann und nicht einfach nur, man ist ein Roboter und führt irgendwas aus, sondern wir wollen uns ja entwickeln. Und ich finde, durch den Kontakt mit den Menschen lernt man immer und immer mal wieder. Das finde ich sehr, sehr spannend. Gerade indem man das eben auch zusammentut oder es sogar anderen beibringt, das ist ja dann immer so der Game Changer. Wenn man das nur für sich macht, dann wird der Weg ja auch irgendwann gar nicht mehr feiner,
so in, man reflektiert nicht so stark. Und sobald man es anderen auch noch beibringt, ist man noch mal einen Schritt weiter, weil dann musst du ja wirklich dir den Prozess auch, den Workflow von vorne bis hinten überlegen und kriegst dann noch mal mehr Rückkopplung, wo du eben ansetzen darfst, um das noch mal in eine neue Form zu bringen. Sehr spannend. Ja, also People Business und Connecting Not connecting the dots, people. Connecting the people, ja. Ja, das ist das, was wir machen, ja. Ja, sehr schön. Hey, vielen Dank. Wie dürfen die Menschen, die das jetzt hier erfahren haben, in Kontakt treten? Gibt es da so eine Art Gruß aus der Küche, wo sie über einen gewissen Artikel auf der Webseite, über ein Live-Webinar, was schlägst du vor, wie sollen sie erstmal mit euch connecten oder einfach mal auf LinkedIn adden? Ja, also ich bin fast überall. Mich findet man, also mich persönlich, Muila, findet man auf Instagram, auf Xing, auf LinkedIn. Aber natürlich die Firma Clearstone, also Klare Stein auf Englisch. Wir haben dann, wenn man das googelt, findet man da halt direkt. Und der Prozess bei uns geht halt erstmal über eine Landingpage. Mhm. Da kriegt man wirklich mehr Informationen auch noch. Und man lernt auch ein bisschen einen Teil des Teams kennen. Und wenn eine sagt, ja, sagt mir das zu. Wie gesagt, wir bieten das sowas auch für Quereinsteiger. Also man muss nicht Personalberater sein. Kriegt eine Schulung bei uns über die Clearstone Academy. Kann man sich da anmelden. Und irgendwann mal kommt man dann halt dran und ich bin da am Telefon und man unterhält sich. Sehr schön. Also, wenn euch das angemacht hat, probiert es aus. Dringt gerne noch etwas tiefer vor in dieser spannenden Welt. Und vielleicht ist da auch die traumhafte Stelle, auf die du immer gewartet hast. Und dann kannst du auch dein Potenzial im Leben so richtig entfachen und deine Heldenreise nochmal auf ein ganz neues Level bringen. Vielen herzlichen Dank, Muila. Schön, dass du bei uns gewesen bist. Dankeschön. Und bis zum nächsten Mal. Servus. Ciao.